Ein paar Darstellungsmöglichkeiten für den Grundriss. Gut für die Ausgabe. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, das Gelände auszublenden. Wir sehen hier die Farbdarstellung mit Umschalt P. Haben wir die Plotdarstellung. Wenn wir nochmal Umschalt P drücken, ist das Ganze wieder in Farbe. Für ein Exposé oder für ein Angebot gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, den Grundriss im Wasserfarbeneffekt darzustellen. Das heißt, wir haben weniger Schraffuren. Das Ganze ist wie ein Aquarell nachkoloriert und sieht halt etwas dezenter aus und nicht ganz so farbintensiv. Dieser Wasserfarbeneffekt ist natürlich auch in den 2D-Ansichten zu sehen. Oder auch hier natürlich mit Umschalt P die Plot-Darstellung und auch wenn ich nochmal Umschalt P drücke, wieder die Farbdarstellung. Wenn Sie die Symbole einheitlich in Plot darstellen wollen, dann gäbe es die Möglichkeit unter Ansicht, Ansichtsoption im Register Grundriss festzulegen, dass man die Symbole einheitlich im Plot darstellt. Das heißt, wir haben eigentlich die Farbdarstellung und aber alle Symbole vereinheitlicht in Plot dargestellt. Auch das lässt sich natürlich mit dem Wasserfarbeneffekt kombinieren. Kurzer Hinweis, diese Einstellmöglichkeiten unter den Ansichtsoptionen, Ansichtsoptionen. Wir waren auch vorhin ja bereits in dem Register Spritzsockel, Fassadenband. Diese Einstellungen können natürlich auch außerhalb des Projektes auf Programmebene global eingestellt werden für alle zukünftigen Projekte. Aber hier interessant natürlich, dass man dies im Projekt ganz individuell verändern kann. Die Schriftgröße für die Raumbezeichnung, die können Sie hier ändern über Einstellung im Plan, Schriftart. Das heißt, wir haben hier alle Schriftarten zur Verfügung. Fettschrift, Kursivschrift oder eben auch nur einfach eine andere Schriftgröße. Und da haben wir also die Möglichkeit, die Beschriftung unserer Räume entsprechend anzupassen in der Größe. Gut, ich nehme mal wieder die Standardeinstellung. Wie kommt man da zurück in die Standardeinstellung? Ansicht, Ansichtsoptionen, globale Einstellung verwenden. Alternativ kann man natürlich auch die Beschriftung von Räumen ausblenden und manuell eintragen. Ich markiere mal das WC, rechte Maustaste und habe die Möglichkeit natürlich hier auch zu sagen, Beschriftung, nein. Und könnte dann mit der Textfunktion eine individuelle Beschriftung eintragen. Das ist manchmal dann sinnvoll, wenn es vor allen Dingen kleine Räume sind, wo eben speziell für einen Raum die Schriftgröße entsprechend angepasst werden soll. Sollen Wände mit einer anderen Farbe oder einer Schraffur versehen werden, dann haben wir die Möglichkeit, diese Wände zu markieren mit der Steuerungstaste.
rechte Maustaste. Und dann können wir hier über die Darstellung und Grundriss sagen, ich möchte diese markierten Wände, diese beiden Wände mit einer anderen Farbe darstellen und vielleicht mit einer Schraffur. Und ich möchte das übernehmen für alle zusätzlich markierten Wände. Die Übernahmeoption ist in diesem Fall die Darstellung im Grundriss. Sollen alle Wände im Erdgeschoss anders dargestellt werden, dann kann man ganz einfach eine Wand markieren, rechte Maustaste, und kann die geänderte Darstellung für alle Wände des gleichen Wandtyps, also in dem Fall alle 36 Fünfer Außenwände, in allen Geschossen verändern. Darstellung Grundriss, meinetwegen weiß mit einer Schraffur. Gut, die farbliche Darstellung der Innenwände wird natürlich auch nur in der Farbdarstellung angezeigt. Wenn ich auf Umschalt P schalte, dann ist alles automatischen Plot. Wie kann man so etwas auch schnell wieder zurücksetzen? Einfach die Wand markieren, rechte Maustaste, alle Wände des gleichen Wandtyps in allen Geschossen, Darstellung, Grundriss, zurücksetzen. Und für die Innenwände mache ich das genauso. Ich markiere die beiden Wände. Alle zusätzlich markierten Wände, Darstellung zurücksetzen. In den 2D-Ansichten für die 2D-Ansichten gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man den Keller mit Steuerung K ein- und ausblenden. Alternativ unter Ansicht Keller. Ja. Man hat auch die Möglichkeit, das Gelände auszublenden und könnte sich natürlich auch hier mit den 2D-Zeichenfunktionen einen individuellen Geländeverlauf einzeichnen.